Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Spellforce Beyond of Dawn. Was hat sich seit letztes Mal getan? Ganz einfach, ich habe noch einen Turm gebaut. Nee. Ganz ehrlich, schaut euch an. Wir haben jetzt eine ganz stattliche Armee von 50 Orks, hauptsächlich Totems. Für den Clan. Genau. Bin schon auf halbem Weg. Ich habe nichts erkundet, sieht man ja, seitdem ich das Spiel geladen habe, immer noch alles unerkundet, bis auf das bisschen, was man sowieso sieht. Habe mich jetzt ein wenig eingeigelt, meine Armee gebaut und habe sogar noch ein bisschen weiter laufen lassen auf etwa eine Reserve schon mal guten 500 Lenia, 545 sogar. Und das ist eigentlich ganz stattlich. Wenn man sich jetzt denkt, 500 Lenia, das ist ja ganz schnell zusammengespart. Das hat jetzt gut eine halbe Stunde gedauert, bis fast eine, bis das hier zusammengesammelt war. Das ist schon echt. Und die ganzen Einheiten haben auch noch mal über eine Stunde gebraucht. Könnt ihr euch denken, was wir da gespart haben jetzt durch das Offscreen? Also wie gesagt, ich habe das jetzt Offscreen gemacht. Die meisten von euch, die bis jetzt abgestimmt haben, haben gesagt, eigentlich alle, die bis jetzt abgestimmt haben gesagt, ey, macht das bloß bitte umscreen. Hier, mir nach. Und so sei euer Wille und Und so soll los. es geschehen. Mir nach. Und dann wollen wir jetzt mal mit unserer neu ausgehobenen Armee, die jetzt hoffentlich ein bisschen mehr reißt, Vorwärts. vorwärts gehen. Ihr habt's gehört. Ach ja. Vorwärts. Ja, das ist jetzt einiges mehr als vorher, sieht man schon. Oh, Dämonen. Ja, ich würde sagen, man sieht, dass es jetzt schon um Auf einiges meinen effektiver Hummus. ist. Dann mal weiter vorwärts. Mir nach. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt ein paar Nester ausräuchern. Und dass wir mal weiter vorwärts kommen. Folgt mir. Sofort. Bewegt sich halt gerade ziemlich alles in Kolonne. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll. Ihr doofen, doofen, bösen, blöden Orks. Auf meinen Folgt Befehl. Mir. Vorwärts. So. Sofort. Wir haben jetzt auch noch jede Arschmenge zum Aufsammeln. Aura der Heilung Stufe 7. Mir nach. Ich nehme es mal mein Zauberbuch mit rein, wer weiß. Kämpft, Männer. Oh, das gibt ein Gewitter. Kämpft, Männer. Und los. Ja, so viele Totems, das gibt schon ein gewaltiges Gewitter, würde ich sagen. Feuermeister Stufe 20. Der hält einiges aus, muss man schon sagen. Nicht zurückweichen. Aber weniger als vorher. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier schaffen. Bereit. Na, oh, nein. Ja, dann mach deinen Zauber. Ja. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Du Schnell. selbstverliebtes Schnell. Schwein, du. Also ich meine jetzt meinen Phil. Mir nach. So, Basilisk. Mir nach. Und jetzt mal gucken, was uns hier erwartet. Vorwärts. Hoffentlich nicht wieder so eine Mega Wet Army. Für die Freiheit. Oder Tod. Mal gespannt. Vorsicht, Gegner. Auf mein Kommando. Das sieht doch schon wirklich besser aus. Hier. Schnell. Aber warum? Warum zum Teufel sind jetzt nur noch so wenig Dämonen? Mir nach. Bei der Gegnerzahl hätte ich das beim letzten Mal ja auch schon geschafft. Oh Gott, das schaffen wir jetzt. Juhu, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Folgt zur Ehre Aonirs. Noch ein roter Dot. Bereit. Dann wollen wir hauen, dass Rot Dot tut. Hier. Sehr schön. Ah, 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 ah. So, genau. Auf mein Kommando. Und Bereit. Das böse Dämonentor. Da kommen nämlich die Dämonen raus. Das ist das Nest so gesehen. Das ergibt sogar mal Sinn. Ich meine, bei allen anderen Einheiten fragt man sich, hey, die kommen aus dem Nichts gespawnt. Wo kommen die bitte her? Bei Dämonen, wenn die aus dem Tor kommt, okay. Das ist logisch.
Das ist realistisch. Dämonen aus dem Tor. Wow, was zum Teufel? Ah, jetzt ist der Spawner weg. Sie seht, was daraus kommt. Nicht gerade wenig. Aber das ist jetzt schon wirklich um einiges angenehmer. Sturmbrecher. Hm. Wenn wir Schilder hätten, das Ding wäre sehr, 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 sehr lecker. Ring der Magiemeisterschaft. Okay. Sturmklinge. Das hier ist die wohl beste Zweihandwaffe. Hier in The Odd of Dawn. Das heißt, wenn wir die tragen, sind wir schon eine ziemlich wandelnde Mähmaschine. Und die werden wir tragen. Große Klingenwaffen 12 wollen wir erreichen und werden wir erreichen. Zu den Waffen. Hoppala. Ja. Kämpft, Männer! Wo sind die Gegner? Ja. Zur Ehre Aonirs. Ist da hinten noch mehr? Ach, da ist noch ein Dämonentor. Ach, so ist das also. Aha. Klopf, klopf, hier ist die GEZ. Ist die Dämonentor angemeldet? Haben Sie irgendwelche Fernsehgeräte? Irgendwelche Fernsehgeräte, irgendwelche, ach, Dingens. Ihr wisst schon, irgendwelche Dingensgeräte. Auf meinen Befehl. Aonirs. Wir haben schon zwei Einheiten verloren. Das ist doof. Hier, zur Ehre Aonirs. Auf mein Zeichen. Da hinten ist noch mehr. Zu den Laufen. Riesentod im Horde. Ich rieche Blut. Wo sind die Gegner? Auf mein Kommando. Tue wie befohlen. Die Gegner kommen noch nicht mal mehr. Es kann auch gut sein, ist glaube ich ja schon fast eher, ich habe immer gemeint, irgendwann versiegt die Gegnerflut. Also die tun ewig lang gegen Truppen entgegenwerfen, aber irgendwann kommt dann fast nichts mehr. So, dass denn die Puste ausgeht langsam. Und ich glaube, da ich jetzt gut über eine Stunde jetzt nur die Truppen ausgebaut in Lenia gesammelt habe, habe ich so dieses Faktum schon fast erreicht. Das Lustige ist ja, während ich jetzt meine Truppen aufgebaut habe, da kam fast nichts, hin und wieder kamen 2, 3 Dämonen. Ich musste fast nichts verteidigen hier. Schon von Anfang an haben die nicht mehr sehr viel gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich gegen die Wahnsinnshauptarmee schon gekämpft. In der letzten Aufnahme. Wahrscheinlich habe ich das jetzt alles umsonst gemacht, aber ich finde, lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Zu den Laufen. Man kann sowas ja im Voraus nicht wissen. Auf mein Kommando. Vorwärts. Sofort. So. Dann hätten wir das. Dann können wir mal weiter die Schlucht lang gehen. Da hoch sieht auch sehr lecker aus. Da gehen wir wohl ein wenig. Oh, da gehen wir eigentlich nicht viel später entlang. Erstmal geht's. Oh, Kamera. Ihr seid echt langsam, könnte es sein. Ach, was soll's. Ich bin auch langsam, also beschwere ich mich nicht. Also. Mal gucken. Den Weg lang gucken. Wo lang geht's als nächstes? Erstmal geradeaus eine ganze Weile lang. Das ist auch okay. Dam, dam, dam. So, jetzt können wir auch mal plündern. Das alles, was wir am Anfang liegen lassen mussten. Bei dem ganzen Gemetzel. War das eben jetzt Zone der Heilung Stufe 7? Wahrscheinlich war das vorhin auch schon Zone der Heilung. Ich habe mich bloß verlesen. Das wäre sehr, sehr lecker jetzt im Augenblick. Aura-Zone. Ah, okay. Die Aura der Heilung nehmen wir einfach mal mit rein. Aber die Zone der Heilung ist mir doch wichtiger. Und Aura der Heilung... Warum nicht? Eigentlich kommen wir sowieso so selten zum richtigen Zaubern. Das Doofe ist bloß, ich seh's ja. Guck mal. Wir haben so gut wie keine... Oha, haben wir viel Intelligenz. Wo kommt die ganze Intelligenz her? Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben fast so viel Intelligenz wie Weisheit. Weil wir kein bisschen auf Intelligenz geskillt sind, ist ja die meiner Regeneration nicht so hoch. Aber wenn wir wirklich 61 haben, das geht eigentlich sogar. Ich mach mal die Aura der Heilung rein. Was soll's? Was tun wir vorher? Wie schön. Folgt mir. Enttäuscht mich nicht. Ach so, genau. Bevor ich es vergesse, euch zu zeigen. Ich werde euch ja alles zeigen, was ich auch offscreen mache. Ich habe hier oben mit der Zeit auch noch ein paar mehr Nahrungslager gebaut. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück.
Ich glaube, unsere Totems werden jetzt nicht mehr so große Mana-Probleme haben, wenn sie überhaupt noch welche haben. Vorwärts! Das nennt man Fortschritt. Schnell! Oho, oho, oho. Da geht's sehr lange einen schmalen Grat entlang. Wirklich sehr lange. Keine Abzweigungen mehr. Hm. Ein Vulkanoid. Der anscheinend sehr, sehr magieresistent ist. Stufe 21, das ist schon gut. Das ist ein Hinterhalt. Wir verbrauchen sehr, sehr schnell Mana. Ich rieche Blut. Ring der Roten Horde, der Mondschädel. Ja, das kennen wir schon. Hier, schnell. Und los. Und hier geht's aber wieder hoch. Noch eine Zone der Heilung. Und los. Hier geht's auch noch einen ganz kleinen Abschnitt nach oben. Ja, der Spalt ist nicht zu groß, er ist halt eher lang. Aber es gibt schon einige Abzweigungen, wie ich noch weiß. Und ich dachte, es wären eigentlich mehr. Da ist auch nichts Tolles mehr. Schnell. Ah, da geht's hoch. Okay, da haben wir einen großen Abschnitt noch zu erkunden. Vorwärts. Sklave des Feuers, ein kleiner Feuerling. Och. Da könnte man schon beinahe in Mitleid ausbrechen. Och, jetzt gehen meine Pfeiltasten schon wieder nicht mehr. Spiel, das finde ich nicht sehr auf freundlich meinen Befehl. Von dir. Ich finde es nicht schön, wie du mich mobbst. Sofort! Für die Freiheit! Auf mein Kommando! Und los! Wow, das ging schnell. Folgt mir! Ja, also, eine ganze Masse an Totems ist schon was sehr, 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 sehr Übles. Und los! Das möchte ich jetzt nicht. Ach du lieber Gott. Lauft. Lauft schnell. Aua, Feuerregen tut weh. Das tut richtig, richtig weh. Von wo kommt der her? Tod den Feinden. In die Schlacht. Ich habe ihn zum Glück nur am Rand erwischt. Das hat er richtig weh getan jetzt. Und los. Folgt mir. Vorwärts. Dann mal alle Mann hoch. Alle Orks hoch. Ja, alle Mann, alle Orks. Orks sind ja eigentlich alles Kerle hier im Spiel, oder? Zumindest bin ich in Spellfest noch niemals einem weiblichen Ork begegnet. Wäre mir was Neues. Vorwärts, zur Ehre Aonirs. Es gibt ja allgemein keine weiblichen Orks. Für die Freiheit. Außer in World of Warcraft, aber das gibt eigentlich auch keinen richtigen Sinn. Oh, oh, oh. Au, 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 au. Was tut mir so weh? Heil, 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 heil wie der Wind. Das ist ein Heil, jetzt um Himmels willen, heil. Irgendwas tut hier richtig ordentlich, richtig, richtig weh. Ja, die Gespielin Zarachs. Zarach? Ich erzähle euch gleich, was Zarach ist. Wir werden angegriffen. Nicht zurückweichen. Nach dem großen Massensterben hier. Haut mal alle auf mich drauf. So. Okay, also Zarach. Wir gespielen Zarachs. Zarach ist eine der zwei dunklen, bösen Götter hier im Spiel. Und los! Vorwärts. Zarach ist so gesehen der Herrscher über die Orks und über die Trolle. Schnell! Den Gott der Dunkelelfen werden wir noch sehen. Sofort. Zumindest der Hauptgott, also einige Dunkelelfen, die beten auch Zarach an, aber der größte Teil betet zu Nor. Nor ist der zweite dunkle Gott. Nor und Zarach sind die zwei dunklen Götter. Sofort! Und Zarach spielt dabei aber eine größere Rolle als nur. Schnell. Von der Geschichte, die ich bis jetzt mitgekriegt habe. Also gesagt, können wir mal sagen, Zarach ist der böse Hauptgott. Ja. Folgt mir. Die meinen es ernst. Och, wer macht so viel Schaden? Zum Angriff. Die Blenderin? Aua! Gott!
Ein Gegenangriff. Blässe. Hier, folgt zur Ehre Aonirs. Standhalten, Männer. Es wird später, zwar nicht in Out of Dawn, aber später im Spiel noch, in den Add-ons, wird auch ein wenig besser erklärt. Haben wir das alles schon? Stufe 7 hier und Stufe 7 Aura der Stärke. Ah, das können wir verbessern. Es wird später auch erklärt, wie das alles entstanden ist, wie die dunklen Götter böse geworden sind und auch wie die dunklen Völker entstanden sind. Die gab es nämlich nicht schon immer. Ja, vorwärts! Durch die bösen Götter sind ja die dunklen Völker entstanden und wie genau das passiert, sagen wir es mal so, ich erkläre es besser nicht, es sei denn, ihr wollt es unbedingt hören. Und los! Und es wird später im Spiel noch erklärt. Es wäre jetzt nicht direkt ein Spoiler, weil es jetzt nicht so richtig mit der Geschichte zusammenhängt, aber folgt mir. Ich spiele jetzt trotzdem nicht so die Drahtstante spielen, deswegen sagt ihr mir einfach, ob ihr es hören wollt oder nicht. Schnell! In Deckung! Zum Angriff! Zu den Lauft! Da hätte ich nämlich mal ein bisschen Gesprächsstoff für 10, wo mir überhaupt nichts einfällt. Heute habe ich nämlich auch wieder gerade so ein... Ich stehe gerade wieder in einem Loch. Ich sitze in einem Loch. Ich habe nämlich gerade wirklich absolute Kreativitätslosigkeit. Also mir fällt überhaupt nicht ein, was ich jetzt gerade reden könnte. Das ist echt... Das ist Wahnsinn. Ich sitze hier vom Spiel und zock und rede ein bisschen dabei und denke mir... ja... Schönes Wetter, ne? Genau das. Genau das meine ich. So, wir könnten jetzt mal... Acht Totems, die schicken wir mal mit hoch. Bis die da sind, ist eigentlich alles schon vorbei, aber... Haben wir die schon mal nachgeschickt. Folgt mir. Dann gucken wir mal weiter diesen... Seitenzweig. Diese Abzweigung, ja. Seitenzweig. Ein Seitenzweig. Was ist bitte ein Seitenzweig? Na egal. Mir nach. Die Abzweigung hier an. Ich stehe im Dampf. Schnell. Wie schlimm. Ach, und da sind die ganzen Basilisken, die wir am Anfang gesehen haben. Und los. Würde ich mal sagen, ziehen wir ein bisschen der Aufmerksamkeit auf uns. Guck mal. Hallöchen. Ich bin's. Standhalten, Männer. Weil ich habe so diese Befürchtung, dass die Basilisken vielleicht sogar die sind, die diesen Massenschaden machen. Deswegen sollen die mal besser auf meinen Helden hauen. Runenkrieger, zu mir! Für den Clan. Vorwärts, vorwärts! Ich kann doch ruhig weiterlaufen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. So, auf meinen Befehl. Sehr, sehr schön. Kämpft, Männer! Dann wäre das mit dem Dämonentor auch erledigt. Unten gibt es nichts Tolles mehr, oder? Schau mal einfach runter. Zum Glück kann man ja nicht stolpern in dem Spiel. Das wäre vielleicht eine Rutschpartie hier runter. Ah ja, aber ich muss mich noch mal im Winter vorbeischauen. Hier kann man bestimmt gut Schlitten fahren. Rodeln, Ski fahren. Schlitten fahren ist im Alter, sind wir doch raus. Hier geht's mit Skis und Snowboards zur Sache. Auf mein Zeichen. So. Mir nach. Bin schon auf halbem Weg. Jawohl. Dann war es das eigentlich mit dem... Feuerterror 20. Jetzt weiß ich, wo der Feuerregen herkommt, weil diese Sau hier oben... Genau diese Sau. Ja, schaut, was der macht. Genau das macht dieses. Jawohl. Sehr spektakulär sieht es auf jeden Fall aus, der Feuerregen, muss man schon sagen. Wo sind die Gegner? Und das Ding ist richtig übel. Wenn man gerade gegen so eine Riesenarmee dieses Teil einsetzt, dann prasselt da wirklich der Tod auf die Leute ab. Kann man wirklich schon sagen. Könnt ihr den von hier jetzt ankasten? Geht das? Nö. Achtung. Lauf lieber da lang. Das ist gesünder. Jawohl. Ich kann jetzt wohl gerade nichts gegen den tun. Ach, doch, da hochgehen. Bis mein Held da ist und seine glorreiche Horde.
Ich lasse den mal hier oben sammeln. Schnell. Nicht, dass die in Reihe durch den Feuerregen durchlaufen. Vorwärts, vorwärts. Wollen wir mal schauen. Plup. Oh, 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 oh. Sklaven des Feuers tot, niederer Dämon. Okay. Wo sind die Gegner? Dass meine Ork schon mal ein bisschen weiter vorrückt. Wo sind die Gegner? Ein Sinistri. Oh oh. Sinistri ist böse. Sinistri ist böse. Jawohl. Sinistri ist immer noch böse. Mit 10 Totems sind inzwischen Gegner angreifen. Das ist doof. Schnell. So, jetzt wird's lustig. So, Held, halt mal deine Aura der Heilung auf Anschlag. Das werden wir jetzt gleich brauchen. Na, los, mach doch schon. Lass die Action anfangen. Jetzt mach das nicht, oder was? Du Arsch, da rechnet man einmal damit. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Das petze ich deine Mutter. Das sag ich dir. Auf mein Zeichen. Da kommst du nicht so mit davon. Schnell. Deine Mutter Ulata. Mehr und mehr. Schmerz, 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 Schmerz. Der ultimative Schmerz-Spam. Blutband. Sieht ganz lecker aus. Hast du Geschicklichkeit, Weisheit und Feuermagie-Resistenz? Könnten wir den vielleicht gebrauchen? Außer Nachtlanz. Nachtlanz ist ja mittlerweile auch schon ein wenig veraltet, würde ich sagen. Kleiderschrank. Weisheit 13. Intelligenzweisheit. Was hat das? Ausdauergeschicklichkeit Weisheit. Das ist wirklich eine Überlegung wert, aber es ist nicht sicher. Mehr Rüstung, Ausdauergeschicklichkeit Weisheit. Aber dafür lege ich halt Intelligenz wieder. Aber ich finde, das ist schon fast. Besonders weil noch Feuermagieresistenz drauf ist. Wenn ich mich nicht ganz irre, hätten wir jetzt wirklich 100% Feuermagieresistenz. Wenn das wirklich als Prozent gerechnet wird. Und das wird doch eigentlich ganz toll. Und mehr Geschicklichkeit ist auch sehr gut für uns. 5 Stück. Ihr wisst ja. Sofort. Manchmal kämpfen wir, als hätten wir eine gute 2 Liter Schnapsflasche hintergeäxt. Vor dem Kampf. Schnell. Sofort. Hier können wir mit dem Feuerterror mal ein bisschen was zeigen, aber das machen wir nicht nutzen und Truppen. Und los. Ich bin doch nicht bekloppt und renne in den Feuerregen mit einer riesen Armee rein. Das machen wir doch mal gepflegt auf die schnell. Feine englische Duellierart. Das heißt, mit dem Handschuh die ganze Zeit ins Gesicht hauen. Solange bis er blutet. Ganz klar. So, Hallöchen. Duell. Faires Duell. Och, das war's schon. Oh. Oh. Habt ihr die Musik auch gehört? Wir werden angegriffen. Nesse. Hey, und wir treffen jetzt wirklich ganz schön gut. Die 5 mehr Geschicklichkeit machen sich schon ein wenig gezahlt, muss ich sagen. Bezahlt geht's. Bezahlt. Nicht gezahlt. Ich weiß nicht, die GZ. Vorwärts!